Ovation für Jupp Heynckes. Vor gut einer Woche ist der Meistertrainer von den Bayern-Fans gefeiert worden. Diese unglaubliche Saison hat der Club vor allem Heynckes zu verdanken. Seine Akribie, seine Leidenschaft, seine Ansprache, alles passte. Und so wollte ihm die Mannschaft unbedingt den Sieg in Mönchengladbach schenken. Und ich habe auch gemerkt, dass meine Spieler natürlich auch für mich spielen wollten, weil ich habe in der Spielbesprechung habe ich heute gesagt, dass das mein letztes Bundesligaspiel sein wird, da wo ich als Spieler begonnen habe, 1964 noch in der Regionalliga mit Aufstieg in die Bundesliga und dann wo ich 1979 als Trainer begonnen habe und habe auch gesagt, es sind ganz wenige, ich glaube nur Claudio Pizarro und Daniel von Beuthen, die da schon geboren waren und habe gesagt, es würde mir schon viel bedeuten, heute das letzte Spiel in der Bundesliga auf der Trainerbank zu gewinnen. In Gladbach hat sich ein Kreis geschlossen, nach 1011 Bundesligaspielen als Profi und Trainer. Borussias Anhänger feierten Heynckes wie einen Held. Etwas, was ihn sehr bewegte. So emotional, dass den geborenen Mönchengladbacher plötzlich die Gefühle übermannten. Ich möchte mich wirklich sehr herzlich bedanken bei den Borussen-Fans und Zuschauern für den wunderbaren Abschied, weil das zeigt mir, dass das meine Heimat ist. Ein emotionales Highlight der Saison, dem Heynckes nun den sportlichen Höhepunkt in Wembley folgen lassen will. Gewinnt der 68-Jährige jetzt auch die Champions League und danach noch den DFB-Pokal, hätte er sich auch für die Bayern-Fans unsterblich gemacht.